Viel Spaß mit meiner Review zu Halloween 2018. Ja, nochmals Hallo von mir, euren Open Beta. Ich dachte, so eine kleine Impro an Halloween würde vielleicht ganz gut tun. Mal ein bisschen Abwechslung. Und es passt ja auch wunderbar zum Thema, nämlich dem Slasher-Horror. Und heute haben wir Halloween 2018. Der sich als direkte Fortsetzung des ersten Teils versteht. Und ja, was soll ich zu diesem Film sagen? Also, um mal direkt das Spannendste vorweg wegzunehmen. Ja, der Soundtrack ist das Beste am ganzen Film. Und das werdet ihr bestimmt gleich noch öfters hören. Aber schon mal direkt voraus weggestellt, das ist das absolute Maximum. Das hat eine Sonderstellung in dieser Review. Es ist fast so. Halloween 4 hatte das beste Ende der Reihe, in meinen Augen. Ich habe heute noch Gänsehaut und es ist für mich das Nonplusultra der Horrorgeschichte. Also was Slasher angeht. Es ist das beste Ende, was es gibt. Da geht nichts drüber in meinen Augen. Bei keinem anderen Film habe ich später gedacht, so, ja, das ist ein geiles Ende und boah, ist das krass. So. Und genau dasselbe passiert hier in diesem Film auch. Also, was bei Halloween 4 das Ende war, ist jetzt dieser Soundtrack. Er ist unglaublich gut neu umgesetzt worden. Nicht zu stark, aber in, ich würde sagen, drei verschiedene Versionen. Und die treten auch in diesem Film sehr stark auf. Erste Version, wenn es hektisch werden soll, dann haben wir eine Art Techno-Theme, was wir ja auch später aus etlichen YouTube-Videos, wo es nochmal hochgeladen worden ist und etc., kennen. Dann haben wir das klassische ruhige Theme, was sehr düster ist, was gerade in beklemmenden Situationen sehr gut funktioniert. Aber dann haben wir auch eine Art Rockversion, was mehr ins Instrumentale reingeht, mit einer leichten E-Gitarre, meine ich, da rausgehört zu haben. Aber das werdet ihr im Film später ja noch merken, wenn ihr den selber seht. Das kommt dann so in diesen fortlaufenden Passagen, also mehr, wenn es darum geht, dass etwas fortlaufend passiert. Also gerade mit Michael jetzt, ne? Kommen wir aber mal zur Handlung und die ist für mich überflüssig und auch eigentlich gar nicht vorhanden. Man hätte diese Art Handlung auch auf 10 Minuten runterbrechen können. Im Endeffekt läuft sie eine halbe Stunde, bevor der Film eigentlich anfängt. Und das ist ein bisschen schade. Da hat der Film eine ganz klare Schwäche. Für mich noch eine Schwäche, die der Film mitbringt, ist, es wurde nicht nachgesehen oder nicht überprüft, was macht diese Slasher-Horror-Reihe eigentlich so gut. Ich meine, wir haben Halloween auf eine unglaublich große Faszination von Film. Und da gibt es etliche Artikel, Blogs, Reviews, YouTube-Videos, die sagen, was gerade Halloween so stark macht. Und da hätte man nochmal reingehen können, überprüfen, ja, was hat uns denn so stark bei dem Zuschauer beeindruckt? Was hat dem Zuschauer besonders gut gefallen? Und dann hätte ich gesagt, gut, dann nehmen wir das und vielleicht als Filmemacher noch ein paar eigene Sachen. Aber da gehört definitiv in keinster Weise eine Handlung zu und erst recht keine, die eine halbe Stunde andauern kann. Da sind die meisten schon so enttäuscht, dass sie wahrscheinlich ihr Geld zurückhaben wollen und aus dem Saal gehen. Aber der Part mit Michael Myers, der ist wirklich, wirklich gut. Also
wenn Michael die Maske hat und dass alles aufgebaut wird. Dieser typische Slasher kommt, der typische Slasher-Film, dann komischerweise funktioniert der Film wieder richtig gut. Und das liegt auch nicht zuletzt an dem Theme, was unglaublich stark trägt. Und dann holt mich der Film auch ab. Als absoluter Slasher-Horrorfilm-Fan holt es mich dann ab und ich denke mir, ja Mann, das ist es. Andere Sachen wiederum, die noch zu den Schwächen gehören, sind einige Entscheidungen und Figuren. Nehmen wir zum Beispiel, es gibt einen Streit zwischen der Enkelin von Jamie Lee Curtis, der Laurie, deren Enkelin ist auf einer Party und geht hin und will ein bisschen feiern, Spaß haben. Und der Freund ist sich am Betrinken, so klammheimlich und wird dann zum Arsch. Wirft dann, und das finde ich überraschend, dazu kommen wir gleich aber nochmal genauer, wirft dann in einer der wenigen Handyszenen, die es in diesem Film gibt, wirft er das Handy in den Pudding. Und die Enkelin wird jetzt von Mutter und Großmutter gefühlt tausendmal angerufen und statt mal dran zu gehen und zu fragen, ey, was ist denn gerade los, legt sie auf, lässt das Handy im Pudding liegen und ja, nimmt es dann auch nicht mehr mit, ist nicht mehr erreichbar. Und das, obwohl man so eine Vorgeschichte in der Familie hat und die Großmutter immer wieder davor warnt, dass Michael zurückkommt und jetzt auch die Überführung von ihm war, ja, dann nicht dran zu gehen, wenn 10 gefühlte tausendmal angerufen wird. Na, nicht gut. Rausstreichen, neu schreiben, irgendwie anders. Ich kann den Ansatz verstehen, der hier versucht wurde, zu suggerieren, dass man halt die Erreichbarkeit von ihr nicht, also dass sie nicht mehr erreichbar ist und man versucht durchzuklingeln und die Mailbox dran geht. Aber da hätte auch einfach das Akkus leer reichen können oder was weiß ich, irgendein anderer Grund, dass sie von Michael verfolgt wird und das Handy verliert. Alles besser als wie die Pudding-Geschichte. Andere Sache, die dann später kommt, ist eine Figur, die einen Weg einschlägt, der für mich nicht nachvollziehbar ist. Da möchte ich aber nicht spoilern, weil das gehört einfach zur Handlung und wäre wirklich blöd von mir, wenn ich das jetzt hier euch allen spoilern würde. Aber es ist nicht gut. Warum macht man sowas? Da sind halt dann solche Momente bzw. Figuren, die unlogische Sachen in diesem Film machen. Und das, obwohl man meinen könnte, dass das Publikum mittlerweile klüger ist und deswegen sich auch der Filmemacher dazu entscheidet, intelligentere Entscheidungen zu treffen. Das wurde hier aber anscheinend ignoriert und deswegen sind viele der Szenen, wie ich finde, von der positiven Seite wie auch von der negativen Seite gleich auf. Das Einzige, was oben abliegt, ist das Theme. Das ist auf den Sonderstatus. Das ist unglaublich gut. Geht eigentlich nichts drüber. Und das ist seit langem wieder, was Slasher-Horror angeht, das Beste, was ich im musikalischen Bereich in so einem Film gesehen habe. Und auch dieser Film ist einer der besten, die ich seit Jahren in diesem Genre gesehen habe. Horrorfilme wie Insidious, Conjuring, Sinister, das waren alles so, die streuen irgendwo ihre guten Parts rein und zwischendurch gibt's was Handlung und so.
Hier wiederum muss ich sagen, haben wir mehr erst schlecht, dann gut. Und so ab der 30. Minute verwandelt sich das dann wirklich nach oben gehend in einen guten Film. Und der letzte gute Film, den ich da in der Richtung gesehen hatte, in der Kategorie Slasher-Horror, war wirklich Behind the Mask. Das ist aber eher so ein Doku-Horror, also darauf sollte man schon ein bisschen stehen, dass man mehr hinter diesem Slasher-Horror erfahren möchte. Ja, dazu könnte ich vielleicht auch mal eine Review machen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr sie haben wollt, dann nehme ich die gerne für euch auf. Aber um auf Halloween zurückzukommen, Halloween für sich hat Stärken, Schwächen, ein bisschen verschenktes Potenzial, wie ich finde, man hätte mehr rausholen können, aber kein schlechter Film. Es ist eine, ja, ich würde sagen, wenn es um Fortsetzungen geht, gehört der definitiv zu denen, wo ich sagen würde, da hat eine Fortsetzung funktioniert. Also, wo es dann auch, ne, als direkte Fortsetzung gilt und wenn wir die anderen mal außen vor lassen, die früher kamen, wobei mir nicht ganz klar ist, warum gewisse Teile der Halloween-Reihe ausbleiben. Ich meine, es wäre Halloween 3 gewesen, könnte aber auch Halloween 2 gewesen sein, da müsste ich nochmal genauer schauen. Da gab es ja schon eine direkte Fortsetzung und ich verstehe es nicht, warum dann nicht da irgendwo angesetzt worden ist. Aber gut, da wird sich schon was bei gedacht worden sein. Ansonsten, wie gesagt, ein solider Film kann ich so weiterempfehlen. Wer auf Slasher-Horror steht, der wird diesen Film mögen. Wenn aber auch nicht unbedingt als den Vorzeige-Slasher-Horror-Film finden. Da gibt es bestimmt bessere, aber als soliden Film kann ich ihn bewerten. Guckt ihn euch im Kino an, dann ist es bestimmt nochmal besser durch die Akustik, die da getragen wird, durch die starke Anlage. Ansonsten würde ich empfehlen, holt euch eine gute Anlage für den Film, schließt sie am DVD-Player oder am Rechner an und mit einer guten Geräuschkulisse macht der einfach noch mehr Spaß. Also dann ist einfach mehr da, wo man hingehen kann und sagen, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und gerade weil der Soundtrack hier in meinen Augen den ganzen Film solide trägt, ist das einfach Pflichtprogramm. Da kommt man nicht drum herum. Aber das war's auch schon von mir mit meiner Filmreview. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich sag bis zum nächsten Mal, euer Open Beta. Ciao.